Liebe Landsleute, mein Name ist Alexander Wolf. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, verheiratet, mit einer Frau übrigens, wie man heutzutage fast sagen muss, und bin Vater einer Tochter und eines Sohnes. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, weil mich damals schon das Verhältnis von Deutschland, deutscher Nation und Europa auf den Nägeln brannte. In Hamburg bin ich Fraktionsvorsitzender. Meine Wurzeln aber liegen in Sachsen. Ich bin 1967 in Leipzig geboren und habe 12 Jahre in der DDR gelebt, ehe ich mit meiner Familie in den Westen, in die Bundesrepublik, übersiedelte, mit Ausreiseantrag und nach fast 5 Jahren Kampf. Die Zeit in der DDR ist mir allerdings bis heute in Erinnerung geblieben und sie hat mich geprägt. Wie Menschen ihre Stimme senkten oder das Thema wechselten, wenn ein Fremder den Raum betrat. Und auch in der Schule, wo wir Schüler gezwungen wurden, demonstrieren zu gehen, um die Welt zu retten, mit Fähnchen in der Hand. Das unterscheidet sich allerdings immer weniger von der Gegenwart, wenn Schüler wieder gezwungen oder indoktriniert werden, demonstrieren zu gehen, um die Welt zu retten. Und wenn Schulräume mit Antifa-Plakaten und Aufklebern übersät sind. Liebe Freunde, den Lehrplan heute hat allerdings nicht Margot Honecker aufgestellt, den hat Mutter Angela zusammen mit der heiligen Greta aufgestellt. Genau deshalb haben wir in Hamburg das Portal Neutrale Schulen gestartet, vor über einem Jahr, und die Linken damit zur Weißglut getrieben. Denn wir sagen Nein zur politischen Indoktrination unserer Kinder. In unserem Land herrscht ein rot-grünes Klima, bei dem der Menschenverstand abhanden gekommen ist. Ein Klima, in dem Linksextremisten breite Bündnisse bis in die Mitte der Gesellschaft hineinschließen, während ein politisierter Verfassungsschutz Gefahren nur rechts sieht. Hier herrscht ein Klima, in dem die Mehrheit der Deutschen sich nicht mehr traut, offen ihre Meinung zu sagen, sondern ein Stück weit wie früher in der DDR, man sich eine öffentliche und eine private Meinung zulegt, glaubt zulegen zu müssen. Meine Damen und Herren, ich habe genug von diesem rot-grünen Klima. Ich fordere einen Klimawandel. Genauer gesagt, ich fordere einen menschengemachten Klimawandel. Denn lassen wir uns das nicht länger gefallen. Kämpfen wir für einen grundlegenden Klimawandel in unserem Land. Nicht mit dem Säbel, sondern öfter und besser mit dem Florett und dem Degen. Denn das fürchten unsere Gegner mehr, als wenn wir mit dem Holzhammer kommen. Seien wir hart in der Sache, aber sympathisch und auch verbindlich und mit einem Lächeln. Denn nur so können wir die große Mehrheit der Deutschen in unserem Lande ansprechen und sie zu uns herüberziehen. Denn das ist für mich die Aufgabe des Bundesvorstands auch in den nächsten Jahren. Ich stehe für gesunden Menschenverstand, ohne Scheuklappen und auch ohne davor, als Rechtspopulist angegriffen zu werden. Denn wenn wir die Dinge ansprechen, wie sie sind, wenn das rechtspopulistisch ist, dann bin ich gerne Rechtspopulist. Wir müssen die Schlagkraft unserer Partei weiter erhöhen, die Strukturen unserer Partei stärken. Wir wollen und müssen politisch den Durchbruch schaffen. Das ist die Aufgabe dieses Bundesvorstands. Und das schaffen wir nur mit einer guten Mannschaft an der Spitze, in der es nicht um Ego, sondern um Team, um Arbeitsteilung und harte Arbeit geht. In der, und das darf ich als Burschenschafter sagen, auch Zusammenhalt und Disziplin, ja, ich scheue mich nicht, das auch offen zu bekennen, in der Zusammenhalt und Disziplin herrschen, nicht jeder gegen jeden kämpft. Denn ich sage zum Abschluss, ich kenne keine Grüppchen, ich kenne keine AfD Ost und keine AfD West, ich kenne nur eine AfD und wir gehören zusammen.